So, dann mal alles fix in die Kiste gestopft. Das. Wir brauchen unbedingt mal ein wenig Erde. So, das noch schnell da oben rein. Dann gleich noch die Samen gepflanzt und dann geht's mal weiter. Ich weiß zwar gerade noch nicht. Das brauchen wir tatsächlich mal nicht. Wo ist meine Dings? Was wollte ich machen? Ich bin so vergesslich, Ah ja, richtig. Es kommt hier in die Ecke. Wenn man auf Beutezug war, muss man auch kurz sortieren. Da haben wir noch zwei neue Sachen. Alles klar, alles gut. Gut, alles klar. Das Rohfleisch kommt jetzt einfach mal nochmal hier mit rein. Genauso wie das hier. So, der Sand kann ruhig mal hier bleiben. Gut, alles klar. Jetzt gehen wir nochmal die zwei Sachen pflanzen und da oben sind Viecher drin. Ich hoffe, ich mache mir die Bude damit nicht kaputt. Aber wahrscheinlich schon. Probieren wir mal aus. Oh, das Schild haben wir noch hier drin, okay. Natürlich auch Cobblestone. Der passt auch noch ruhig hier rein. So. Das ist magische Zeug, das kommt gleich nochmal kurz in die Dings. Wir müssen kurz die Vögel killen. Dann säen wir den Rest vom Samen aus. Oh, das killt hier aber fast, das ist gut. Was ist das? Das sind tatsächlich Bananen. Das heißt, wieder eine neue Frucht, die wir anbauen können. Oh, die braucht zwei. Okay. Weil es wahrscheinlich eine Staude ist, deswegen. So. Bis wir das nächste Mal hier abbauen, sind die bestimmt auch gewachsen. Dann kann man das ruhig hier so hin, so direkt dran packen. Sind die schon fertig? Die sind noch nicht fertig. Ey, Karotten brauchen so lange, ich schwöre. Jetzt müssen wir leider kurz... Oh, ich habe keine Lust, ey. Boah, so ist von keine Lust. Wie viel Holz habe ich denn? Ich glaube, ich kann noch... 1000 Holz habe ich noch irgendwo, glaube ich. Nee, ich habe... Quatsch, ich habe doch, glaube ich, noch... Ich muss mal kurz in den Ofen gucken. Ich weiß es gerade nicht. Oh ja, nice. Ich habe noch 1000 Holz gehabt, was ich noch nicht... Ja, hier ist nichts mehr drin. Ist hier noch was drin? Ich habe nämlich noch 1000 Holz gehabt, die ich nicht verwendet habe. Dann müssen wir jetzt nämlich noch nicht abbauen, dann warten wir mal kurz. Dann haben wir, wie viel Kohle haben wir dann? Die, 39 Kohle, okay. Plus dann die 100 Kohle, die wir jetzt da rausbekommen. Haben wir erstmal wieder ein bisschen was. Ah ja, genau, dann wollten wir mal gucken, ob wir irgendwas craften können, was irgendwie von Bedeutung ist. Hier nichts mehr, nee, das ist alles... überhaupt nicht von Bedeutung. Ist alles komplett egal. Die wichtigen Sachen werden jetzt wahrscheinlich halt hier gecraftet. Ja, das ist einfach nur eine downgradete Version hiervon. Dafür brauchen wir den Prozessor, der droppt nur vom Boss. Das würde ich gerne bauen tatsächlich. Ich würde ja gerne so einen kleinen NPC reinsetzen. Dafür brauchen wir 700 Pixels, aber Dings. Also brauchen wir noch... Ne, warte mal, wartet mal, da brauchen wir... Wo ist denn das jetzt? 200 Pixels. Oh mein Gott, okay. Guard Spawner, das ist natürlich nice. Deswegen ist der auch so teuer. Der beschützt einen sozusagen zu Hause. Das ist natürlich cool, aber wir haben natürlich ein bisschen Pixels, die wir ruhig verwenden können. Bisschen Erz, was wir ruhig verwenden können. Das nehmen wir raus. Dann bauen wir uns nämlich mal so ein Teil hier. Ansonsten ist hier nichts, ey. Ne, Silber. Und dann gibt's natürlich das hier. Ja, genau, das sind das, die ich meinte. Seht ihr, die sind abgeschlossen. Also da hat man sozusagen Handy Space Helmet. Damit kann man dann wahrscheinlich auf den Mond und so gehen. Aber ihr seht, wir brauchen da so einen Materienblock oder Meta-Block. Und das haben wir halt nicht. Sonst gibt es nichts, was wir bauen können. Nee. Das heißt, das gibt dann sozusagen wahrscheinlich diese... Oh ja, dafür, ach so, okay, alles klar. Das brauchen wir dann sozusagen, um hier das zu bauen, um dann einen Roboter zu bauen.
Ich verstehe, ich verstehe. Ja gut, dann ist unser Weg ist eigentlich vorgegeben, weil wir müssen den Boss eigentlich bekämpfen. Wir werden aber kurz nochmal den Rest an Eisen schmelzen. Reicht das? Ich weiß gar nicht. Ja, das reicht. Wo ist denn... Ah, nee, das... Nee, hä? Ich hab mich verguckt. Wir brauchen tatsächlich 750. Das reicht nicht. Dann müssten wir komplett unser ganzes Silber verschwenden. Was wir eigentlich ohne Bedenken tun können, denn wir brauchen Silber ohnehin nicht mehr. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Na, machen wir das. Wir packen mal unser ganzes Silber da rein. Das sind 15, sind das, glaube ich, ne? Ich will noch nicht alles verwenden, weil wenn wir sterben, dann verlieren wir natürlich wieder eine ganze Menge. Oh ja, das reicht aber nicht. Wir müssen mehr. Tatsächlich. Jo, eindeutig, da muss noch der jetzt das Zeug noch rein. Haben wir alles Silber verbraucht, um es in Pixel zu verwandeln. Aber dann können wir uns zumindest unseren ersten eigenen NPC spawnen. Ein großer Moment. Jo, das reicht tatsächlich. Jo, das reicht. Spawnen wir uns unseren ersten eigenen NPC. Wo ist denn jetzt das? Da ist er. Nice! Schauen wir mal. Ich habe hier übrigens auch so Dings hingestellt. Hier angebracht. Die coole Lampe, die wir mal bekommen haben. Okay, jetzt. No, er macht nichts. Er braucht wahrscheinlich einen Tisch und einen Stuhl. Verdammt. Und ein Bett. Verdammt. Okay. Die Requirements muss ich mir mal angucken. Die gucke ich mir später mal im Wiki an nach der Folge. Dann bauen wir hier noch ein kleines Häuschen drauf. Einen kleinen Raum. Weil ich schätze mal, der braucht irgendwelche Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit er hier einzieht. Ja, viel gibt es ja nicht zu tun. Das heißt, das nächste, was wir noch brauchen, ist den Brain Extractor. Der kostet 350 und 10 Stahlbahnen. Das werden wir kurz um. Upsala, das werden wir kurz umwandeln in Stahl. Und zwar, wie viel habe ich? 51, wir bauen 40 um. Craft, fertig. So, jetzt brauchen wir wieder ein paar Pixels. So lange geht uns natürlich die Dings aus. Aber da müssen wir mal einfach 9 Gold nehmen. Nein, 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 fuck, 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 fuck. Ah, habe ich den Ofen getan? Scheiße, das wollte ich gar nicht. Aber wir haben genug Goldbarren. Gucken wir mal. Es reicht nicht. Ne, es reicht nicht. Shit. Obwohl, es könnte gerade... Oh doch, nee, es reicht nicht. Es waren, glaube ich, 350, ne? Ja, es waren 350. Da müssen wir noch kurz ein bisschen Kupfer reintun. Oh, ich verbrauche unser ganzes Roherz, ey. Das finde ich gut, aber das hat zumindest den Vorteil, dass man tatsächlich dann auch nochmal, ich sag mal, für sowas wie Silber oder Golderz, wenn man Golderz vielleicht nicht mehr braucht, anhält, um es einfach dann in Pixels zu verwandeln. Was dann ja doch ganz cool ist. Was übrigens ganz lustig ist, was ich auch noch gelesen habe, war, dass man wenn man seine Pets halt fangen möchte, oh, das ist fast alles fertig. Wenn man seine Pets fängt, dann muss man die unter 50% haben. Lol, okay. Alter, das hat ja einen riesigen, mega langen Cooldown. So. Kann man die essen? Nein, kann man nicht. Waste of brain cells. Hier kann ich auch nichts machen. Das brauchen wir für den. Jetzt lasst erst mal gucken, was wir für den Roboter tatsächlich brauchen. Weil.
Ganz viel Pixels brauchen wir und ganz viel Stahl. Boah, alter Schwede, der ist so teuer. Das große Problem ist, das ganz große Problem ist, ich glaube nicht, dass wir den schaffen. Der hat 1000 Leben, glaube ich. Und wenn wir verrecken bei dem Versuch, dann ist der weg. Wir haben so viel Geld verbraucht. 800, 1200, 1600. So, 1650 Pixels haben wir verbraucht und keine Ahnung, wie viel Stahl. Überlegt euch das mal. Wir brauchen 15, 35, 65, 95, 110 Stahlbarren brauchen wir, um den Roboter zu bauen. Das ist so viel. Kümmere ich mich jetzt erstmal um meine Lieblingsbeschäftigung. Das nehme ich noch kurz mit. Weil ich will die Kiste nämlich kurz wegbauen. Platz 1. Jetzt habe ich das weggebaut. Obwohl, ist eigentlich egal. So, weil ich will kurz uns dann hier noch eine Kiste bauen. Dauert ja nicht lang. So, weil die Kiste ist erstens ein bisschen kleiner und zweitens so ein bisschen handlicher. So, dann platzieren wir die mal einfach direkt hier so hin. Wunderbar. Das kann rein und... Das kann rein und das kann rein. So, nee, das passt. Dann ernten wir mal kurz ab. Das Weizen lassen wir jetzt erstmal hier unten ruhig noch wachsen. Wir haben erstmal genug Plant Fiber und auch noch genügend Dings. Ist alles kein Problem. Aber wir wollen natürlich das hier erstmal abernten. Boah, ich schwöre. Es gibt auf OC Remix so viele Zelda Remixes. Überlegt mal, wie viel ist das jetzt schon, den wir durch... per Zufall in 1000 Liedern hier in dem Let's Play hatten. Bestimmt schon der 6. oder so. Also es ist unglaublich, wie viele Remixes es von Zelda gibt. Oh, es kann doch nicht euer Scheiß ernst sein. Diese fucking Moorrüben. Ich schwöre, ich raste irgendwann nochmal aus wegen denen. Wie sie nicht wachsen. Ich habe Angst, sind die nachher backt? Nee, wahrscheinlich nicht. Weil das wächst ja auch nicht. Die sind auch noch nicht... Ach, die sind alle noch nicht fertig, okay. Das ist alles was noch nicht fertig ist. Die sind fertig, aber... Die sind ja fertig, die kann ich ja ruhig schon ernten. Oh, nee, das will ich nicht hier pflanzen. Nee, das auch nicht. Ich will... Oh, wir haben ein Reiskorn mehr, das ist schön. Dann die hier will ich pflanzen und die möchte ich auch noch nicht pflanzen. Die möchte ich pflanzen. Jo. Okay, das sind die... Das ist Ananas, glaube ich. Fuck. Ah, ne, das ist nicht Ananas. Ah, ne, das sind Bananen. Ach, nice. Das sind die Bananenstauden. Cool. Ah, jetzt sind die groß genug, alles klar. Aber noch nicht alle. Der hier. Ah, doch, okay. Aber nur 3 Samen zurückbekommen, was ein bisschen schade ist. Aber gut, Hauptsache man hat die erstmal. Selbst ein Samen reicht. Ach, das sind die Zweier, ne? Ne, die Zweier will ich nicht hier pflanzen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen. Fummelsarbeit. So. Fuck. Oh, ich hasse diese Moorrüben. Die gehen mir mega auf den Sack. Die stehen mir immer genau im Weg. So,
So. Ich schwöre, ich baue die gleich ab, ey.